So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, das Raid Mania, ach, das Raid am Mittwoch Hemd ist zurück, das Fenster ist zurück, der Hall ist zurück, Pupsi sitzt da hinten und schneidet gerade Kartoffeln, vielleicht hört ihr irgendwelche Schabgeräusche, heute ist natürlich auch die Raid-Stunde 18 bis 19 Uhr, das heißt, ihr könnt mich einladen, wenn ihr unterwegs seid und Raids macht, zu Capo Toro, vielleicht bekomme ich ja einen Shiny aus eurer Einladung. Durch die Raid-Abschwächung sind ja leider nur noch 5 Fan-Raids möglich. Ich werde trotzdem 5 Leute dann annehmen, 5 Raid-Mania-Punkte verteilen und gucken, ob ich vielleicht ein gutes bekomme. 100er fehlt mir, finde ich cooles Pokémon, ne? Und Shiny fehlt mir auch, brauche ich mindestens 2 Stück in den 2 Wochen, wo das jetzt da ist. Vielleicht springt auch aus dem freien Pass eins raus. So, jetzt aber hier die Highlights der Woche und am Ende natürlich auch der Schocker der Woche. Es ist so warm in der Wohnung, ihr seht, die Haare sind nass, ich schwitze, sieht aus wie geschnitten, ist aber nur rübergeglitscht. Und das heißt, Video Start. Angefangen hat die Woche hier beim Sondengänger, denn der hat seinen Preis erhalten. Er hatte bei einem letzten Gewinnspiel mitgemacht, wo wir Pokémon-Klamotten verlost haben. Da ist eben auch dieses Team Gelb. T-Shirt dabei gewesen und die College-Jacke und noch viele andere Sachen hat er gewonnen, hat er bekommen, hat er mir ein Bild geschickt, da ist er, der Sondengänger. Dann ging es weiter, der Dragonite hat mir ein Bild geschickt, das habe ich auch schon öfters gesehen, aber er hat es direkt bei mir auch eingereicht. Congratulations, you earned the medal. Get ignored by Niantic for almost 7 years straight. Also seit 7 Jahren gekonnt von Niantic ignoriert worden. Super, die Medaille brauchst du auch. Wie geht's weiter? Das ist Bronze, kannst du also noch steigern. Marius hat wohl den Jackpot gezogen, denn der hat ja ein Shiny Lapras mit Haar, Kopf, Schmuck, Kranz, Blüten, Armband, Gedödel. Was eigentlich mega selten ist, weil man ja bis nur einmal die Chance hatte, das zu bekommen oder eben nicht zu bekommen. Chance war 50-50, also eigentlich war es 1 zu 64 wohl, dass man das kriegt. Ist aber nicht Schocker der Woche, denn Schocker der Woche sollte ja was Einmaliges sein. Und wir haben noch ein zweites Shiny Lapras hier drin, deswegen ist das nicht Schocker der Woche. Selal hat mir gezeigt, ein Shiny Fernraid-Pass in Glücks Lucky 3000 WP. Heroes Niantic. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Guckt euch das an. Was ist das? Ich muss mich doch dran gewöhnen, dass ich vor einem Fenster stehe und mir volle Breitseite alles hier reinscheint und das voll blendet. Selal weiterhin hat seine Shiny-Ausbeute gezeigt vom C-Day. Habe ich mal so mitgenommen. Dann hat er hier einen Azurill gebrütet. Benjamin hat wieder Duo-Raids gemacht. Das Herausforderungsduo auch gemeistert. Proto-Boost einfach zu krass. Der Boss hatte Steinwurf und Wutanfall. Er hat hier also Proto-Kyokre angehabt, hat ein Wasserteam genommen, 31 Sekunden Restzeit. Dann hat er das Ganze nochmal gemacht mit Steinwurf, Steinhagel, statt Wutanfall, also Steinhagel. Wieder Wasserteam, 89 Sekunden Restzeit. Und noch eins, da hatte der Boss Lehmschuss, Erdkräfte. Fehlt nur noch Fokusstoß, hat er mittlerweile Fokusstoß gemacht, werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal erfahren. 107 Sekunden Restzeit, wieder das Wasserteam. Jenna hat ihr Jirachi abgeholt, hat einen 98er. Ich werde jetzt nicht jedes Jirachi hier reinnehmen, was ihr abholt und habt, weil das ist ja dann eh mit dem Ticket garantiert. Aber das ist das beste Jirachi, was ich bis jetzt gesehen habe, mit 98. Deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Ansonsten hat sie auch ihre C-Day-Ausbeute, hat ein paar Shinies gefangen, hat ein paar Shinies gebrütet von Togepi, hat ein 100er Togekiss bekommen. Timo zeigt uns hier, hat jetzt auch schon das Capo Toro in Shiny bekommen, neben Capo Rigi, Capo Falla und wir wissen natürlich, Capo Kime wird auch kommen demnächst, hat das hier nochmal groß eingereicht und dann was für die meisten Schocker der Woche, einfach Togekiss, 100% Shiny, Level 50, Max und das dreimal komplett. Weil da aber bestimmt ein bisschen nachgeholfen wurde und so weiter, möchte ich das nicht Schocker der Woche nehmen, denn wir haben so viele Shiny Togekiss und 100er Togekiss und Shiny 100er Togekiss. Ja, das sind drei, aber trotzdem ist es dann nur 100er Shiny Togekiss und an den habe ich mich schon satt gesehen seit dem C-Day, wie viele Leute damit rumrennen mittlerweile. Deswegen habe ich was ganz anderes für euch vorbereitet. Dann aber Pokehunter. Pokehunter für Raider Mittwoch. Shiny Demeteros, Shiny Capo Toro, 100er Dusselgur, da ist das Dusselgur noch das Highlight. Aluhut hier hat ein 100er Evoli mit Blumenkranz gebrütet aus dem 2-Kilometer-Ei. Hat er auch gesagt, endlich mal wieder was Gutes bekommen.
Dann hat er noch einen Haspiroh gefangen in Shiny. Hier ist ein Picochilla in Shiny. Luigi Serrada zeigt uns Shiny Ditto, Shiny Läufeo, Shiny Snubbull, Chanera, 100% Vegeta seit den letzten 3 Wochen. Zufällig in der Wildnis auch ein 100% Shiny Togekiss. Vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meine. Als nächstes ein Lecce für die Reihenfolge. Das ist auch gut, weil wir haben Saulopper, Saulopa, als nicht-legendär, Vesprit als legendär, Zahnpasta als nicht-legendär, Hirschkuh als legendär, jetzt Togekiss, was absolut unbedingt noch einen tollen Namen braucht, ne, Sherrykiss, Hefe, Sherryserada, Sherrykiss, ja egal, auf jeden Fall ein nicht-legendäres, als nächstes also wieder ein legendäres, wenn du Glück hast, wird es ja vielleicht ein Caputoro, ist ja gerade noch drin, 2 Wochen. Da findet man am Handy Bilder, die man zeigen wollte. Schöne Spieleranzahl. Luigi Serrada, -1 in der Lobby, die kämpfen. Jetzt wisst ihr, wieso es manchmal länger dauert. Chefe 24, 100er Dusselgur, 100er Glücksgierspenst, 100er Teddy Ursa, 100er Fünks, 100er Knackleon, 100er Caputoro. Er hat also alles. Die CD Shinies spare ich mir, aber ein paar 100er gab es schon. Liebe Grüße, chefe24.de. Kaiser Kai, beide leider auf dem falschen Account. Labras hätte ich auch gern. 100er Labras, 100er Quaff Waff. GBL gönnt mal wieder auch noch Kaiser Kai hier. Shiny Demeteros 1 und 2 aus der GBL, aus der Feldforschung noch ein Shiny Coco Bayalola bekommen. Kaiser Kai, meine Schwester hat einfach beim zweiten Raid das 100 da bekommen. Die hat ja immer Glück. Sarina, da habe ich ein Bild rausgelassen aus einem ganz bestimmten Grund. Das war, glaube ich, auch ein Shiny Caputoro. Oder war es ein 100er? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. War es ein Shiny Caputoro? War es ein 100er Caputoro? Wir haben auf jeden Fall jetzt hier noch Shiny Demeteros, Shiny Mantax, Shiny Cryptolabita unten, Shiny Flunkiefer unten und Caradonis und 100er Emoikal, Emolga meine ich, 100er Togetic, 100er Zapladin, 100er Haspiroa, Miku, 100er Relaxo, Shiny Bonita, Flunkiefer, Ampharos, Otaro, Raider Mittwoch, auch mit reingenommen, Relaxo, immer noch fett, eins meiner Lieblings-Pokémon. Aus dem täglichen Rauch bei Sören hier auch 100er Carpador mit 142 WP. Wenn man Pause macht und ein Ei schlüpft, Shiny Skorgler aus dem Ei beim Sören, noch was Feines, Shiny Lampi hinterher. Auf dem 3. Account Shiny Mediti. Auf dem 2. Account jeweils auf dem 2. Account. Fürchte, bei dem Dusselgur bin ich beim Hauptaccount versehentlich auf Verschicken gegangen. Kein guter Start in die Woche für mich zumindest. Togepi Yorkliff, 100er Dusselgur. Hat, was? Was hat er verschickt? Dusselgur, ach das hat er ja, Wildnis gefangen auf dem Kleinen und auf dem Großen. Auf dem Großen ist es nicht mehr, hat er es wohl verschickt und dann erst gemerkt, dass es ein 100er war, aber hat es noch am 2. gesehen. Marco Fedex, auch das 100er. Caputoro, das hätte ich auch gern. Alexander Ahringer, endlich ein 100er Gastella in Pokémon Go. Da zähle ich das endlich noch. Jetzt habe ich die Lambi-Familie auch als 100er komplett fertig. Meine C-Day-Ausbeute. Tja, so kann es auch passieren. 0% Togekiss. Shiny Dummiesel Nummer 2, aber mein Bestes von den IV. Und dann endlich Shiny Caputoro in Pokémon Go im 2. Raid. Dieses endlich hat für mich einfach absolut keine Bedeutung mehr, wenn es vom Alexander kommt. Endlich! 2 Raids. Endlich. Nach 200 Raids. Endlich. Okay. Dandro. Moin, hatte letzte Woche nicht viel Zeit. Schickt dir mal meine Highlights. Ihr habt ja auch ausgebrütet. Er hat ein 100er Ganoville gehabt. Hab ich nicht. 100er Pampam. Auch Highlight. 100er Sesudio. Auch Highlight. Kriegst du nur aus den 12 Kilometer Eiern. 100er Pichu, hab ich auch nicht. Auch Highlight, auf jeden Fall. Wommel, ja, ausgebrütet auf jeden Fall fett und krass, sogar 3 Stück. Ansonsten noch Flamjau, Galapafloss, Evoli, Azurill, Azurill auch wegen Baby und so weiter. Da sind schon saftige Teile dabei. 4 Sterne, Alter 1. 300er Togekissen, 100er Quaff Quaff, 100er Pam Pam, Simsala erlöst als 100er und schillernd. Togetic, Charmian, Dusselgur, Raubi, Togepi, Hutsasa, Raubi auch Highline, Schillern, Alter, Null, Finion, Lampi und eben diese 3 ausgebrüteten 100er Wommel.
Alter 0 bis 1 schillern, da sind wir aber jetzt beim Parko. Bin zufrieden mit der Ausbeute von heute. Staralili, Quiekel, Mauzi, Serpifoy, Austos, alles shiny dabei. Huha, schreibt er hier, ein Lavados in der Gala-Edition mitgenommen und er hat ein wildes Vesprit gesehen. Ja, das Seen-Trio kann auch in der Wildnis spawnen. Alle drei können in der Wildnis spawnen, aber halt in ihren jeweiligen Regionen. Das heißt, bei uns kann man nur Vesprit finden, hat er noch nicht, hat er mitgenommen. So sind auch einige schon an einen 100er gekommen von Vesprit aus der Wildnis heraus. Endlich habe ich auch eins, diese 100er Toggetick. Robert, ein 100er, kann man mal machen, auch 400er Toggetick. Zwei davon sogar shiny, hat er einzeln noch mal reingeschickt fürs Mittwochsvideo. Gleich noch Lavados Zapdos dazu aus dem Abenteuerrauch und gebrütete Vonera 100% mit Blumenkranz und Mamfaxo, der April gönnt. Schöne Ausbeute. McMaggie, hier shiny Toggetick. Ist ja schon fast langweilig, hätte man auch gleich rauslassen können. Labras, guckt euch an, Yoda. Yoda hat auch ein Labras shiny mit Schleife bekommen. Habt ihr auch ein Labras shiny mit Fleische bekommen? Fleische mit Fleisch bekommen. Ich bin sehr daran interessiert, falls einer eins hat, weil ich keins habe, dass mir vielleicht jemand eins tauscht und kann euch auch reich belohnen. Ich habe ja viele Dinge, auch viele seltene Dinge, auch shiny Incognitos oder shiny Riolos oder meinetwegen auch 2 zu 1 oder irgendwas. Aber ja, wenn ihr das selber sammelt, dann auch Glückwunsch. Vielleicht hat man ja nochmal die Möglichkeit, später daran zu kommen, weil in dem Beitrag ja irgendwie so komisch stand. Zum momentanen Zeitpunkt ist das die einzigste Möglichkeit. Also, was sagt uns das? Man weiß es nicht. Reike mit dem Shiny Rettan. Ich glaube, Pupsi wartet drauf, dass sie den Raum verlassen kann. Alles gut? Hörst du mich? Ich glaube, die hört einfach nur Musik. Sitzt so da, macht so die ganze Zeit. So, Shiny Rettan. Dann haben wir Elke hier. Hallo Ramon. Bei Paula seit langer Woche 6 Shiny Toggetick. Das Beste hatte 78% IV leider. Plus die 2 hier. 100er Navi, Taub, Shiny Alpollo, Glücks. Für die von Kaisi brauche ich noch einen Moment. Jetzt geht's weiter. Auch mein Mann hat am 12. April einen 4-Sterne-Dusselgur gefangen. Schon ein bisschen schon weiterentwickelt. Und aber nur bis zum Navitaub, denn ein weibliches Fasanob hat er schon. Habe also hier 2. Ansonsten hat er auch 6 Shiny Toggetick gefangen. Und dann noch das hier. 100er Kadabra und Shiny Chanera. Shiny Habitak, Shiny Honliu. Wünsche euch weiterhin viel Glück und bedankt sich noch für die Raid-Einladung von Super Sunny am Montag nach 11.15 Uhr. Montag war Community Raid, oder? 11.15 Uhr, ich glaube, wir haben da den Community Raid gemacht. So, ist geflohen, leider, aber egal. Nassim Keleta, 100% Toggetick, auch mitgenommen, auch shiny, wie man ganz deutlich sieht an dem blauen Symbol auf dem Bauch. Dann haben wir Thomas Speck mit dem 100er Demeteros mit Wetterbrust. Annika, da war ich auch verwirrt. Ich hatte den Gierspenst Münzen Jackpot, erst zeige es mir ca. 200 Münzen an, dann mache ich einen Stream-Short, da waren es 160, es zahlte dann weiter, am Ende waren es 565, also kämen ca. 765 Münzen aus, einmal drehen raus. Einmal gedreht und mit einmal drehen an einem Stop 765 Münzen. Was wird da denn los? Ich hatte bei beiden Accounts ungefähr gleich viel Gierspenst-Münzen und jetzt gleich so ein krasser Unterschied. Ich hatte mein Gierspenst danach entwickelt. Es waren also bei beiden Accounts ungefähr 600 und dann plötzlich hat sie 1358 gehabt. Das ist schon eine Wucht. Henry, endlich, Zapdos, Henry, Capotoro, Shiny, vielen Dank für die Einladung zum Community Raid. Was Neues für die Sammlung als erster Fang des Tages. Shiny Flecknoil. Da verpasst man einmal die Animation Lenzhardt, geschlüpftes Shiny Mamfaxo. Nee, wieso sowas nicht am Main? 100% Shiny Alola Mauzi. Jeden Tag tauschen lohnt sich, getauscht, 100er Laucups bekommen, dann die Shiny-Ausbeute, 54 Shinies am C-Day. Wieso nicht am Main? Wofür tausche ich Toggeticks von den Kleinen auf dem Main, um es auf dem Kleinen das 100er zu bekommen? Ja, hat er, aber ist doch cool, so ist der Kleine doch dann auch wieder stärker, wenn er gute, nützliche Pokémon hat. Lenzhardt, nochmal Belohnung aus dem Duo-Raid, nochmal Shiny Capotoro, 128 Sekunden Restzeit im Duo mit Baumlieber. Ich kann ihn mit meinem Kleinen im Duo schaffen. Das ist schon mal sehr gut, wenn man das weiß. Auch sehr Gift.
Nehmen einfach Gift, kannst Gift drauf nehmen. Brady hier mit einem Shiny Volto Ball. Hannes mit einem 0% Farbigel. Shiny Kamerupt 100% Mediti. Das ist Hannes Cannes 4. Kann es sein, dass das der ist? Es ist nicht der Hannes. Es ist vielleicht Hannes Cannes 4. Dann habe ich bei Lennart in Instagram entdeckt, obwohl wir eigentlich immer bei WhatsApp schreiben, dass der mir die ganze Zeit. Hallo, hallo Ramse. Ja, hi, hi, hi. Was hast du vor, Lennart? Schreib es mal in die Kommentare. Dann Balu. Wir sind schon bei Instagram angekommen, das heißt, es ist bald zu Ende. GBL gönnt aktuell Balu Shiny Onyx. Dann Balu Duo gemacht. 55 Sekunden Restzeit. 23 Shinies von Balu am C-Day ergattert. 100% Togekiss mitgenommen. Auch hier auf Level 50 gepusht. Feuerwehr Fra. 154 Shinies bekommen am C-Day. Ne, da sind ein paar Togetic dabei, Togekiss. Staralili ist da auch dabei, hat auch das 100%ige bekommen. War wohl in der Wildnis, sodass die sich das beide abholen konnten, beide gepusht haben. Und Mega Groudon an mich, ein 100% Krypto-Zwirrfinst. Das waren die Highlights der Woche. Und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Ich mache das immer so, dass ich in Telegram anfange, dann auf Facebook rübergehe, dann bei Campfire guck, bei Discord guck, dann bei WhatsApp guck und als allerletztes kommen die Bilder von Instagram. So, jetzt aber der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Adi Schatz. Der hat nämlich ein 100% Shiny Glücks Riolu bekommen im Tausch, wird gut, schreibt er hier. Chris, in Fachkreisen genannt. Jan Senpai, ist das etwa vom Senpai Shadow rübergetauscht und heißt der Jan und hat dem Chris hier dieses 100% Shiny Glücks Riolu gegeben. Das ist wirklich eins der Lieblings-Pokémon von fast jeder mag Riolu oder Lucario. Dann als Shiny feiern die meisten das noch mehr. Als 100er feiern die Leute das so viel. Dann kriegt es auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Das ist jetzt günstig auch zum Hochziehen. Also was will man mehr? Ich glaube, danach würden sich alle die Finger schlecken. Klar kann man sagen, ein Shiny zu tauschen, hat sowieso immer Mindest-IV. Das ist ja viel leichter, da ein 100er dann zu kriegen, als manch andere Dinge dort. Aber das ist einmalig in der Sendung heute gewesen. Viele andere Dinge waren doppelt. Egal, ob es 100er Legendäre waren oder ob es Shiny Legendäre waren oder ob es Glücks-100er waren oder alles. Und für mich ist das das persönliche Highlight eben aus dieser Sendung. Und wer das auch hat, schreibt es mal rein. Und wer es nicht hat, der schreibt es auch rein. Und dann sehen wir mal, dass es gar nicht so viele haben. Ich habe auch keinen 100er. Ich warte immer noch, dass vielleicht irgendwann Mega Lucario kommt und man den raiden kann. Ein bisschen was sitzt durch Raids natürlich auch wieder nicht. Ich warte auf jeden Fall auf eure Einladungen zu Capotoro heute Abend in der Raid Mania. 18 bis 19 Uhr. Wir können wieder 18 bis 18.30 Raids machen und 18.30 bis 19 Uhr vielleicht ein bisschen GBL für Interaktion triggern, dass der Stream trotzdem irgendwo einen Sinn hat. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.